Salamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Wenn man sich die Prophezeiungen in der Bibel ansieht und durchliest und dann sich ansieht, wie Juden und Christen diese Prophezeiungen für sich in Anspruch nehmen wollen, für ihre Religion in Anspruch nehmen wollen, dann müsst ihr euch das so vorstellen, wie bei der Geschichte mit Aschenputtel. Ja, das ist jetzt mal ein Gleichnis, die Geschichte von Aschenputtel. Und zwar wissen wir bei Aschenputtel, sie hat einen Schuh verloren und da versuchen sich dann eben die beiden Töchter von der Frau, wo Aschenputtel beschäftigt ist. Diese beiden Töchter versuchen sich eben als das Aschenputtel zu verkaufen und schneiden sich sozusagen dann die Füße zurecht, damit der Schuh, der nur dem Aschenputtel gehört, dann eben passend gemacht wird, beziehungsweise der Fuß passend gemacht wird, damit der Schuh sitzt. So kommt es mir vor, wenn ich mir ansehe, wie Juden oder Christen die Prophezeiungen aus der Bibel auf ihre Religion münzen wollen. Schauen wir uns mal die Situation der Juden an. Sie stellen sich dahin und sagen, dass sie also aus der Bibel das Zion für die Juden sehen, als große Prophezeiung, als große Erfüllung. Wo stehen die Juden? In Israel, dem sogenannten gelobten Land, sind die wahren Juden selber verfolgt von den Zionisten. Und diejenigen Zionisten in Israel, die sich als die wahren Juden verkaufen, wo stehen die? Wo steht Jerusalem? Jerusalem ist eine zerrüttete Stadt. Sie hat keinen Frieden. Sämtliche Prophezeiungen des Sions aus der Bibel kann Jerusalem nicht erfüllen. Wenn die Muslime nicht die heilige Moschee Al-Aqsa in Jerusalem anstreben würden, wäre Jerusalem gänzlich tot. Es ist eine zerrüttete Stadt. In der Bibel steht, dass die Unreinen und diejenigen, die nicht an Gott glauben, dass die diese Stadt nicht mehr betreten werden können. Das ist für Jerusalem nicht der Fall. Ein jeder kann dort eintreten. Und es ist eine Stadt, die man angesichts der Juden und der Christen als heilig immer noch sieht. Aber was ist an dieser Stadt heilig? Es hat Denkmäler. Ja. Und wie gesagt, die Muslime, ja, die sagen, da ist natürlich die große Moschee und beanspruchen von daher auch die Stadt für sich, dass der Asan auch in Jerusalem ertönt. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich das genau betrachtet, ist Jerusalem wertlos. Jerusalem ist heute eine wertlose Stadt. Ja, ich nehme jetzt die Al-Aqsa-Moschee heraus, weil wir wissen, dass der Prophet Muhammad alayhi salatu salam von dieser Moschee aus die Al-Isra, die Himmelreise, angetreten ist. Aber noch einmal, ansonsten ist Jerusalem per heute wertlos, im Vergleich zu Mekka nicht von Belang. Was ist Jerusalem? Eine zerrüttete Stadt, eine bekriegte Stadt. Ja, man hat zwar die Geburtskirche Bethlehem, aber was ist das heute noch wert? Man hat die Botschaft von Jesus mit Füßen getreten, so wie Jesus es prophezeit hat. Geht mit der Botschaft nicht zu den Heiden, sie werden sie zertreten, die Perlen, und dann sich gegen euch wenden, nämlich den wahren Gläubigen, gegen die haben sie sich auch gewendet. Und die Botschaft ist zerrissen. Was haben die Christen noch von der Botschaft von Jesu? Gar nichts. Wenn ihr ernsthaft seid und nicht Idealismus nacheifert. Idealismus im Sinne von piep, piep, wir haben uns alle lieb, haben die Christen Jesus verraten. Ja? Die Christen haben Jesus verraten. Sie haben den Paulus angenommen und damit haben sie keine Basis, kein Fundament, keine Religion, gar nichts. Wo ist denn bitte schön das Fundament der Religion? Soll das Fundament der Religion sein, dass man glaubt, dass Gott Selbstmord begangen hat? Oder dass man glaubt, dass Gott seinen Sohn geopfert hat? Wo doch im Buch Mose steht, dass die Juden ja nicht einen Propheten folgen sollen,
der ihnen einen fremden Gott predigt. Also ein Gott, der aus dem Alten Testament nicht hervorgeht. Und was sagen die Christen? Die stehen da und sagen, der Gott des Neuen Testaments ist anders als der des Alten Testaments. Danke, überführt, abhaken, die Juden haben recht aufgrund ihrer Schriften. Diesen Gott, diesen Menschgott, nicht den Messias, ich rede von diesem falschen Menschgott, abzulehnen. Sie haben allen Recht dazu. Sie können sich auf das Buch Moses beziehen. Der wahrhafte Prophet ist nur derjenige, der den Gott predigt, den die Juden kennen. Ja? Und die Christen predigen einen Gott, der unbekannt ist, der aus dem Alten Testament nicht hervorgeht. Ja, mit irgendwelchen utopischen Vorstellungen von Selbstmord und Erlösung. Jesaja 28 verwirft die Erlösungslüge. Ja? Sagt, es gibt keine Erlösung auf Erden. Ja, kurz zusammengefasst. Sondern es gibt nur eins, nämlich das Gesetz der Gerechtigkeit. Ja, das ist zu den Christen zu sagen. Wo stehen die Juden? Sie sind zerstreut in aller Welt und in dem kleinen Fleck Israel kämpfen sie gegen die Palästinenser mit unmöglichen, ungerechtesten Mitteln. Sie haben längst ihre Religion verlassen. In ihren Schriften steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, aber sie, für ein Auge, töten sie 10.000. Also, das heißt, sie haben die Religion verlassen, sie sind erbarmungslos. Die ganze Welt schaut auf Israel und sagt, was ist das, doch kein Vorbild. Ja, in der Bibel steht, dass der Knecht Gottes ein Licht für die Heiden ist. Wo ist Israel ein Licht für die Heiden? Die Prophezeiung erfüllt sich nicht einmal im Ansatz. Wo ist das ein Licht? Das ist tiefste Finsternis. Ja, wir sehen da grausamste Bilder, wie Kinder abgeschlachtet werden. Wenn das Gottes Wille ist, dann aber wirklich Amen. Nein, das sind Irregegangene. Und deswegen treffen auch alle diese Prophezeiungen nicht auf die Juden zu. Jetzt nehmen wir mal das israelische Volk, das sagt, Israel ist der Knecht Gottes. Wo ist Israel der Knecht Gottes? Wo erfüllen sie auch nur ansatzweise eine der Prophezeiungen? Nicht einmal im Ansatz. Nicht einmal im Ansatz erfüllen sie auch nur eine Prophezeiung. Sie machen sich da irgendwelche dümmlichen Prophezeiungen. Sie machen aus der Bibel ein Werk, dass sie tatsächlich die Daniel-Prophezeiung auf die Europäische Union münzen. Sie machen sich lächerlich. Sie machen sich lächerlich. Sie versuchen wirklich diese 10 Christenverfolgungen, die 10 Hörner, die ganz klar die 10 Christenverfolgungen darstellen, versuchen sie auf die Neuzeit zu transferieren. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Und bewegen sich dann in eine ferne Zukunft und sehen gar nicht, dass das Wort sich erfüllt hat. Also wie gesagt, außer Kabbalismus und irgendwelcher Rummagiererei haben sie nicht viel gebracht. Oh, wie stehen die Christen da? Sie haben Jesu Botschaft verlassen. Und jetzt nehmen wir die Juden, ja, die Jesus nicht annehmen. Deswegen sagen sie, wir warten noch auf unser Sion. Aber was ist mit den Christen, die eigentlich doch sagen, dass sie Jesus annehmen? Und Jesus sagt ihnen, das Reich wird den Juden genommen. Das Reich Gottes wird den Juden genommen. Und einem Volk gegeben, das seine Früchte bringt. Wie können jetzt die Christen mit dieser ganz deutlichen Ansage von Jesus nach wie vor darauf hoffen, dass ein jüdisches Sion kommt? Doch nur, wenn sie Jesus ablehnen. Das haben sie auch. Sie haben Jesus abgelehnt. Ja? Deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt, die kommen zu mir und werden sagen, dass sie in meinem Namen gehandelt haben. Ich werde ihnen sagen, weichet von mir, Übeltäter, um es mal kurz zusammenzufassen. Warum sagt Jesus dann, weichet von mir, Übeltäter? Er sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Ja, wie auch? Sie befolgen nicht sein Wort und kommen dann zu ihm und sagen, sie haben in seinem Namen gehandelt. Wo denn? Hätten sie in seinem Namen gehandelt, hätten sie die Gesetze befolgt, die er bekräftigt hat. Tun sie aber nicht. Und vor allen Dingen hätten sie nicht weiterhin auf ein jüdisches Zion gehofft, wie es heute noch die Kirchen tun und sich von den Büchern loslösen. Ich habe anfangs gesagt, das Ganze erinnert an das Märchen von Aschenputtel. Jeder versucht, die Prophezeiungen auf sich zu münzen. Nehmen wir Jesaja 42 als Beispiel. Da sagen die Israelis, das ist der Israel, der Gottesknecht. Ja. Lesen wir einfach mal Vers für Vers. Wo ist das Israel, der Gottesknecht? Siehe, das ist mein Knecht. Ich erhalte ihn und mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Nichtjuden. Heiden steht für die Nichtjuden. Er wird das Recht unter die Nichtjuden bringen. Wo haben die Israelis das Recht unter die Nichtjuden gebracht? Die Israelis missionieren nicht. Die Juden missionieren nicht. Ja? Es gibt nicht wie bei den Christen den Missionsauftrag. Juden missionieren nicht. Die sehen sich als auserwählt und Elite. Sagen sich, wer nicht in unseren Elitekreis gehört, der gehört nicht dazu. Punkt aus Feierabend. Die stellen sich nicht dahin und sagen, werde Jude. Es gibt keinen Missionierungsauftrag. Ja?
Also wie soll jetzt die Prophezeiung, dass Israel der Knecht ist, der das Licht unter die Nichtjuden bringt? Ja, das ist Schwachsinn. Und wie soll dies auf Jesus gehen, wo die Christen sagen, wenn Jesus gesagt hat, geht nicht zu den Heiden? Wie ist es dann Jesus, der das Licht unter die Heiden bringt, wenn er seinen Jüngern sagt und sich selber auch verbietet? Ja, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wer ist also der Knecht? Wer ist dieser Knecht? Wer ist dieser Gottesknecht, der das Licht unter die Heiden bringt? Ja, Israel können wir vergessen. Ja, kein Missionierungsauftrag und die Juden bringen nicht das Licht unter die Heiden. Dann geht es weiter. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Ja, wir wissen ganz genau, dass der Prophet Mohammed a.s., dass man sagt, seine Stimme war leise. Und deswegen befahl der Koran nicht, dass man die Stimme über die Stimme des Gesandten hebt. Ja, er war zurückhaltend. Er war geradezu schüchtern. Ja. Und dann lesen wir weiter. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ja. Die Friedfertigkeit des Propheten Mohammed a.s., der als Barmherzigkeit zu allen Welten gesandt wurde. Ja. Dann lesen wir weiter. Er wird das Recht wahrhaftig halten lernen. Das ist der Punkt. Er wird das Recht, das heißt Gottes Gesetz, wahrhaftig, dass man es wahrhaftig halten lehrt. Ja, was haben die Christen gemacht? Halten die das Gesetz? Nein. Paulus sagt, wer unter dem Gesetz Gottes steht, steht unter einem Fluch. Ist das etwa, dass Gott Gesetzes wahrhaftig lehren? Jesus sagt, wer Gottes Gesetz tut und lehrt, wird groß heißen im Himmelreich. Aber Paulus lehrt, wer unter dem Gesetz Gottes steht, steht unter einem Fluch. Das ist wahrhaftig Gottes Gesetz lehren? Ja, kommen wir wieder auf das Thema Aschenputtel zurück. Ja, dann geht's weiter. Er wird nicht matt werden, noch verzagen. Ja, bis dass er auf Erden das Recht anrichte und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. Ja? Der Prophet Mohammed a.s. über 23 Jahre bis zuletzt, bis er das Gesetz aufgerichtet hat. Ja? Können wir für die Juden vergessen, die haben keinen Missionierungsauftrag, die missionieren auch nicht und bringen auch nicht das Gesetz unter die Nichtjuden. Und für Jesus können wir das auch vergessen, ja? Weil, wie die Christen selber wissen, ist er aus seiner Mission rausgerissen worden. Ja, das heißt nicht, dass er bis zuletzt geblieben ist, er ist rausgerissen worden, ja, weil sie ihn hinrichten wollten. Also passt das überhaupt nicht. Ja. Dann geht es weiter. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk, so darauf ist, den Odem gibt und den Geist denen, die darauf gehen. Also der Schöpfer Gott spricht so. Ich, der Herr, habe dich gerufen. Ja, ich kann dir ganz einfach sagen, ja, den Knecht gerufen, ja, in Gerechtigkeit, haben wir wieder das Thema Gerechtigkeit, wie in Jesaja 28. Und wogegen stellt sich Jesaja 28? Gegen die Erlösung, gegen die Erlösungslüge, dass die Menschen sagen, sie brauchen das Gesetz nicht mehr halten, weil sie einen Vertrag mit der Hölle haben. Oder dass die Juden oder Israelis dann in ihren, in der Bibel stehen haben, Gott wird Israel beschützen bis ans Ende, ja, und denen wird nichts passieren. Da sagt Jesaja 28, ihr Spötter von Jerusalem, hört auf damit. Diesen Bund gibt's nicht. Jesaja selbst widerlegt Jesaja. Ja. So, dann geht es weiter. Dann heißt es, ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit, da haben wir wieder Gerechtigkeit, und habe dich bei deiner Hand gefasst und habe dich behütet. Und habe dich zum Bund unter das Volk gegeben, zum Licht der Nichtjuden, zum Licht der Heiden. Gerade oben haben wir gelesen, ja, worum geht es hier? Um die Behütung, das heißt, der Gesandte, der da kommen wird, der wird bis zuletzt predigen, weil Gott ihn behüten wird. Subhanallah, das lesen wir im Heiligen Koran. Allah subhanahu wa ta'ala verspricht den Propheten Mohammed a.s. Schutz vor den Menschen. Und tatsächlich, der Prophet Mohammed a.s. mitten unter seinen Feinden hat er bis zuletzt gepredigt und das Gesetz aufgerichtet und es unter die Nichtjuden gebracht. Und was steht im Heiligen Koran? Mit ihm, mit Mohammed a.s. hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Licht gesandt. Wir haben hier die absolute buchstabengetreue Erfüllung der Prophezeiung. Aber es wird gleich noch deutlicher. Dass du sollst öffnen die Augen der Blinden, ja, die in Finsternis wandeln. Ja, das heißt ja, ein Volk, das in Finsternis wandelt, hat ein Licht gesehen, weil dieser Knecht gesandt wird. Ja. Und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen. Ja, wir wissen, was der Prophet Mohammed a.s. gebracht hat.
Er hat gebracht die Erlösung von der Unterdrückung. Die Menschen, die unterdrückt sind. Warum sind sie unterdrückt? Ja, wegen dieser Götzendienerschaft in Arabien. Aber auch die Sklaven, wie sie behandelt wurden. Ja, schlimmer als Vieh. Der Prophet Mohammed a.s. hat gebracht, dass du einen Sklaven behandeln sollst wie deinen Bruder. Und dass, wenn die Arbeit für ihn zu schwer ist, dann sollst du ihm dabei helfen. Und du sollst ihm den Lohn bezahlen, noch ehe sein Schweiß getrocknet ist. Subhanallah. Und dann heißt es weiter, dass du sollst öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen. Und die da sitzen in der Finsternis, da haben wir es, die da sitzen in der Finsternis. Das waren wer? Die Araber. Saßen in der tiefsten Finsternis. Der Prophet Mohammed a.s. ist zur ganzen Welt gesandt. Aber wir wissen, ja, das ist die Mission, er ist gesandt, er ist aufgetreten in Arabien. Und die waren völlig losgelöst von Offenbarung. Die waren in der tiefen Jahiliyyah, in der Zeit der Unwissenheit, in der Zeit der tiefen Finsternis, ja, aus dem Kerker. Ja, Jesus hat niemanden aus dem Kerker geführt. Er hat die Juden nicht befreit von der römischen Führung. Er hat nicht einen Befreiungsschlag gemacht und die Juden befreit. Aber der Prophet Mohammed a.s. hat tatsächlich die Menschen unter der Unterdrückung der Quraysh befreit. Und seine Anhänger haben die Menschen weltweit von der Unterdrückung befreit und waren angesehen als Befreier. Ja, Befreier von der Unterdrückung. Erinnern wir uns an die Zwangsindoktrinierung und die Zwangskonvertierung, die Christen durchgeführt haben. Ja, brutalste Konvertierungen. Was sagt der Islam? Kein Zwang im Glauben. Stellt sich also total konträr zu diesem barbarischen Kreuztum, ja, Kreuzrittertum, was die Christen praktiziert haben, die schaurige Geschichte, ja, die der Koran schon alleine dadurch verboten hat, kein Zwang im Glauben. Ja, die wenigsten wissen, dass zum Beispiel, als der Islam regiert hat in Jerusalem, dass man gesagt hat, die Christen, sie haben das Recht, nach ihren eigenen Gerichten zu richten. Ja, nicht nach den islamischen, sondern nach ihren eigenen. Sie haben Recht, die Religion zu praktizieren. Sie haben aber die Pflicht, die Gesetze der Muslime zu respektieren. Aber sie haben das Recht, ihre eigene Religion und auch auf der Basis ihrer Gesetze. Ja, wenn es Streitfälle gab, hat man gesagt, gut, dann richtet ihr das nach eurem Gesetz. Ja, ihr lebt unter unserer Führung, aber wir lassen euch alle Freiheiten. Denn kein Zwang im Glauben. Aber das will man natürlich alles, will man das zerreden, ja, in dem Schwall der Lügen. Und dann geht es weiter. Ich, der Herr, das ist mein Name. Und will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Genauso wie das ja auch dann in Arabien war. Und deswegen geht es dann weiter. Siehe, was ich zuvor habe verkündigt, ist gekommen. Ja? Was zuvor, ja, was vorher gekommen ist. Die ganzen Prophezeiungen haben sich erfüllt. Ja, Jesaja, bis zu dieser Zeit, alles was vorher war, hat sich erfüllt und wurde auch zuvor vorhergesagt. Und so heißt es dann, so verkündige ich auch Neues. Ja, es kommt was Neues. Nicht immer Israel, Israel, Israel. Es kommt was Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Ja, wo geht's denn auf? Ja, wo geht's denn auf? Lässt die Bibel damit einen total im Stich? Wo geht es auf? Es wird also aufgehen und es wird etwas Neues sein. Aber wo? Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn ein neues Lied. Da sagen die Christen, ja, das ist das neue Lied, das man Jesus singt. Ja, wo denn? Alle oben genannten Prophezeiungen treffen auf Jesus überhaupt nicht zu. Aber singet, wenn sie nur Singsang hören, dann sagen sie gleich sofort, das ist auf Jesus gemünzt. Aber lesen wir mal, was da steht, damit wir wieder wegkommen vom Aschenputtelmärchen, wo man die Prophezeiungen, wie die Füße, die beiden Töchter ihre Füße zurechtgeschnitten haben, um in diesen Aschenputtelschuh reinzupassen, ja. So machen Juden und Christen das dann, indem sie dann die Realitäten zurechtschneiden oder sich da Verse ausgedacht haben, um das dann mit den Prophezeiungen stimmig zu bekommen. Machen sich geradezu lächerlich, weil wenn man sich die Erfüllung des Wortes ansieht, dann kann es nur so sein, dass das hier die Verkündigung des Propheten Mohammed a.s. und des Islam ist. Nun sehen wir weiter. Singet dem Herrn ein neues Lied, ja, seinen Ruhm an der Welt Ende, die auf dem Meer fahren und was darinnen ist, die Inseln und die darin wohnen. Bis jetzt wissen wir gar nichts, wo kommt das auf. Ja? Es soll was Neues kommen, wir wissen immer noch nicht wo. Ja, Inseln, das alles allgemein noch, ja, in den Felsen. Rufet laut, ihr Wüsten und die Städte darin samt den Dörfern, da Kedar wohnt. Nur er ist erwähnt. Ja?
Nur der Sohn Ismails, nur der Stammvater der Araber ist erwähnt. Also da wird das neue Lied sein. Es sollen jauchzen, die in den Felsen wohnen. Ja? Mekka ist umgeben von Felsen und rufen von den Höhen der Berge. Ja. Rufen die Christen von den Höhen der Berge. Das muss man auch die Erfüllung des Wortes sehen. Ja? Die sitzen da in ihren Kirchen und machen ein bisschen Singsang, aber rufen sie von den Höhen der Berge. Schau dir Mekka an, wie da von den Höhen der Bergen gerufen wird. Buchstabengetreue Erfüllung. Ja? Lasset sie dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm in den Inseln verkündigen. Ja, welcher Ruhm wird verkündigt? Allahu Akbar. Ja, von den Dächern. Ja, nicht Ding Dong, das ist nicht die Erfüllung des Wortes. Ja, und auch nicht sich den Kopf gegen die Klagemauer wund zu schlagen, sondern die Verkündung des Ruhmes ist Allahu Akbar. Ja, überall auf der ganzen Welt. Das ist die Verkündigung. Und man darf die Bibel nicht zu einem Witzbuch verkommen lassen, ja? Denn es heißt, das Wort der Propheten wird kommen, es wird geschehen. Also werden wir es auch nachvollziehen können, dass es gekommen ist und dass es geschehen ist in der Erfüllung und nicht im Wunschdenken. Und dann, damit auch wirklich, letzten Endes ist die Bibel jetzt ganz genau, damit man weiß, hier hat Jesus überhaupt nichts mit zu tun. Ja, wir haben gerade gesehen, in Arabien wird es passieren und jetzt kommen die Ereignisse in Arabien. Der Herr wird ausziehen wie ein Riese. Er wird den Eifer aufwecken. Wie ein Kriegsmann. Es wird ein Krieg stattfinden. Und er wird den Eifer aufwecken, ja. Heute sagen die Christen, guck mal, im Koran stehen so viele Kriegsverse. Ach ja? Dann lest mal, was da steht. Ja, Gott wird den Eifer auferwecken. Und was ist im Koran? Das sind Motivationsverse zum Krieg. Ja, ganz eindeutig. Kann man lesen, ihr seid so und so viel Mann, ihr werdet so und so viel Mann besiegen. Ja? Das ist ganz klar, der Eifer wird auferweckt zum Krieg. Der heilige Koran hat tatsächlich für die Kämpfer die Motivation auf zum Krieg. Buchstabengetreue Erfüllung. Wir haben gerade gelesen, was ist das? Das ist das neue Lied. Das ist der Inhalt des neuen Liedes. Ja? Buchstabengetreue Erfüllung. In diesem Inhalt des neuen Liedes wird es also auch was sein? Ja? Motivation für den Krieg, für den Kampf. So. Der Herr wird ausziehen wie ein Riese. Er wird den Eifer aufwecken wie ein Kriegsmann. Er wird jauchzen und tönen. Er wird seinen Feinden obliegen. Ich schweige wohl eine Zeit lang und bin still und halte an mich. Nun aber will wie eine Gebärerin schreien. Ich will sie verwüsten und alle verschlingen. Das ist alles in Arabien passiert. Ja, stellt man sich einfach vor. Allahu Akbar. Ja, das wurde gebrüllt, gerufen und dann auf in den Kampf. Ja, und wir haben gerade oben gelesen, wo das alles stattfinden wird. In Arabien. Und es hat stattgefunden. Ich will Berge und Hügel verwüsten und all ihr Gras verdorren und will die Wasserströme zur Insel machen und die Seen austrocknen. Ja, das steht für mit Gewalt, mit Kriegsmacht. Ja, und der Islam, sagen sie alle, der ist mit Krieg gekommen. Dankeschön, identifiziert. So, aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, ja? Die Blinden, diejenigen, die also fern sind von jeder Offenbarung. Was lesen wir im Heiligen Koran? Ja, dass der Prophet Mohammed a.s. zuvor nichts von dieser Offenbarung vernommen, gehört hat, nie zuvor was gehört hat oder ein Buch gelesen oder ein Buch mit seiner rechten Hand geschrieben hat und sein Volk in der tiefsten Jahiliyyah, ja, kannte vielleicht ein paar Bruchstücke, aber hatte überhaupt keine Kenntnis, hatte kein Licht. Es waren tiefe Götzendiener. Ja. Und aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen, den sie nicht kennen. Das sind, ja, die Quraysh kannten diesen Weg nicht, ja, wie die Juden und die Christen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis von ihnen her zum Licht machen. Wir wissen das. Aus der Jahiliyyah zum Islam. Ja. Und das Höckerichte zur Ebene. Solches will ich ihnen alles tun und sie nicht verlassen. Subhanallah. Bis zuletzt hat der Prophet Mohammed a.s. das Gesetz verkündet und aufgerichtet. Mitten unter den Feinden. Ja, da kann man auch lesen bei der Prophezeiung des Friedefürst, was nichts anderes heißt als der Fürst des Islam. Dass er mitten unter seinen Feinden sein wird. Der Prophet Mohammed a.s. war mitten unter seinen Feinden und musste dann, wie wir alle wissen, nach Medina fliehen. Und dann kommt, damit das klar wird, um was es in dem Krieg geht, aber die sich auf Götzen verlassen und sprechen zum gegossenen Bilde, ihr seid unsere Götter, die sollen zurückkehren und zu Schanden werden. Ja, ist in Kedar passiert, in Arabien passiert. Die sind zu Schanden geworden. Die Götzendiener wurden vertrieben. Es gab nicht einen einzigen Götzendiener. Als der Prophet Mohammed a.s. verstarb, nach 23 Jahren gab es keinen einzigen Götzendiener mehr auf arabischem Boden. Die waren alle beseitigt.
ja, und haben den Islam angenommen. So, dann geht es weiter, damit man auch weiß, wie sie immer wieder versuchen, Aschenputtel zu spielen und dann die Prophezeiung auf sich zu münzen. Da steht Überschrift Israels Blindheit. Ja, das stimmt, aber man muss den Zusammenhang verstehen. Höret ihr Tauben und schaut ihr Blinden, dass ihr seht. Ja? Wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Boten, den ich sende? Es geht um einen Boten, der gesendet wird. Und was steht hier? Wer ist so blind wie mein Knecht? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Der heilige Koran gibt Aufschluss. Ja, der Prophet Mohammed a.s. ist Ummi, ist ein Analphabet, hat nie zuvor von Offenbarung erfahren, wusste nichts von der Offenbarung. Ja? Und es heißt, er ist nur recht geleitet durch die Offenbarung. Wenn er recht geleitet ist, dann nur durch die Offenbarung, die stückweise auf ihn herabgekommen ist und ihn stückweise dann immer weiter recht geleitet hat. Alhamdulillah. Wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Bote, den ich sende? Der Prophet Mohammed a.s., als er gekommen ist, als er auf diese Welt gekommen ist, hat er keine Offenbarung gehört. Bis zu seinem 40. Lebensjahr, als dann die Offenbarung losging. Das heißt, hier wird charakterisiert, dass er kommen wird, anders als Jesus von Anfang an sagt, durch ihn spricht Gott. Beim Propheten Mohammed a.s. im 40. Lebensjahr, da gingen die Offenbarungen erst los. Das heißt, er war in der Hinsicht abgeschnitten bis zum 40. Lebensjahr. Und das wird hier charakterisiert, dass es eine plötzliche Erleuchtung sein wird. Wie bei Moses, ein Prophet wie Moses, da haben wir es wieder. Wer ist so blind und deswegen, wer ist so blind wie der Vollkommene und so blind wie der Knecht des Herrn? Das heißt, wer ist so blind wie der Vollkommene und so blind wie der Knecht des Herrn? Das muss man genau verstehen. Er ist abgeschnitten von der Offenbarung bis zu seinem 40. Lebensjahr, wenn er kommt. Er ist in der Finsternis, er ist in der Jahiliya. Dann bekommt das Licht durch die Offenbarung, aber er ist trotzdem vollkommen. Okay, und dann kommt noch die Frage, als Frage gestellt, und wer ist so blind wie der Knecht des Herrn? Und genau diese Sache zieht sich im Koran hundertprozentig auf den Propheten Mohammed a.s., wo die Frage gestellt wird, ja, warum die Menschen denn nicht begreifen? Er soll sagen, er hat doch ein ganzes Leben unter ihnen gelebt und er hatte von diesem allen keine Kenntnis. Immer wieder heißt es im Koran, du hast von diesen Dingen, von diesen Geschichten nichts gewusst. Du warst nicht zugegen. Du hast mit deiner Hand nie ein Buch geschrieben. Es geht hier also um eine Metapher für absolut ungebildet. Ja, nicht wie Jesus, der mit den Schriftgelehrten von Anfang an schon als Kind debattieren konnte, sondern er war ungebildet, absolut, abgeschnitten von allem. Und dann, im 40. Lebensjahr, kommt die Offenbarung auf ihn und er ist wie erleuchtet, Alhamdulillah, und damit vollkommen. Und geht's weiter. Man predigt wohl viel, aber sie halten's nicht. Man sagt ihnen genug, aber sie wollen nicht hören. Der Herr wollte ihnen wohl um seiner Gerechtigkeit willen, dass er das Gesetz herrlich und groß mache. Aber es ist ein beraubtes und geplündertes Volk. Sie sind allzumal verstrickt in Höhlen und versteckt in Kerkern. Sie sind zum Raube geworden und ist kein Erretter da. Geplündert und ist niemand da, der sagt, gib wieder her. Keine Gerechtigkeit, gib wieder her. Das heißt, es wird genommen, ohne dass jemand sagt, gib es wieder zurück. Und dann, Achtung, da werden also die Geschehnisse geschildert, was passieren wird in Arabien. Und es stimmt, der Prophet Mohammed a.s. hat ihnen Gerechtigkeit gebracht. Sie waren in Finsternis, das wird hier beschrieben, ein beraubtes Volk. Völlig beraubt von Recht, entrechtet. Ja? Frauen wurden behandelt wie Sklaven, Sklaven wurden behandelt wie Vieh, Vieh wurde behandelt wie keine Geschöpfe. Ja? Und da haben, wenn sie Mädchen bekommen haben, Neugeborene, waren sie unzufrieden, haben es lebendig begraben. In diese Welt ist der Prophet Mohammed a.s. gekommen und hat die Gerechtigkeit aufgerichtet. Und deswegen sagt dann die Bibel, wer ist unter euch, ja, jetzt den Juden, ja, wer ist unter euch, der solches zu Ohren nehme, der aufmerke und höre, was hernach kommt? Wer ist von euch jetzt derjenige, der diese Prophezeiung auch hört? Ja, das ist schon ein Hinweis, dass die Juden ihn nicht annehmen werden, dass sie ihn nicht erkennen werden. Dass sie wieder einmal den Propheten ablehnen werden. Dann endet das mit, wer hat Jakob übergeben zu plündern und Israel den Räubern? Ja, hat's nicht der Herr getan, an dem wir gesündigt haben? Und sie wollten auf seinen Weg nicht wandeln und gehorchten seinem Gesetz nicht, ja? Weil die Israelis,
weil die Kinder Israels nicht auf das Gesetz gehorcht haben. Wer hat euch bestraft? Gott hat euch bestraft. So glaubt doch Gott und glaubt doch, dass dies alles geschehen wird. So wie doch auch euch durch eure Abkehr geschehen ist, dass ihr bestraft wurdet, so wird auch geschehen, dass von Kedar der Bote kommt mit all diesen Erfüllungen. Aber man sagt's ihnen und sie hören nicht. Genau das kommt dann. Darum hat er über sie ausgeschüttet den Grimm seines Zorns und eine Kriegsmacht und hat sie umher angezündet, aber sie merken's nicht. Ja? Sie wurden bestraft für ihre Abkehr und für ihren Ungehorsam, aber sie merken nicht, sie glauben nicht auf Gott. Ja? Sein Wort erfüllt sich. Weil sie abgekehrt sind, wurden sie bestraft, aber sie merken es nicht. Und er hat sie angebrannt, aber sie nehmen es nicht zu Herzen. Ja, sie wurden für ihren Ungehorsam, wurden die Kinder Israels bestraft. Bestraft für ihren Ungehorsam, aber sie merken es nicht. Sie tun so, als wenn es Gott nicht gibt. Und so nehmen sie auch nicht das Wort des Neuen auf, was kommen wird. Gott ist doch derjenige, der entscheidet und dann geschehen die Dinge auch. Genauso wird es geschehen, was oben genau aufgeführt wird. In Arabien. Wenn der Bote Gottes kommt, mit der Charakteristik, dass er unbedarft sein wird. Und der Prophet Muhammad a.s. ist unbedarft. Heute sagen die Christen, ja, ich habe es wirklich gehört. Wie soll ich denn einem Gottesgesandten glauben, der ist nur ein Beduine aus der Wüste? Und dabei lesen sie ihre Schrift nicht, wo genau charakterisiert wird, dass der Bote so sein wird, dass er aus Arabien kommt, dass er Monotheismus bringen wird, dass er sich gegen die Götzendiener auflehnen wird und sie besiegen wird. Und dass er so lange bleiben wird, bis das Gesetz aufgerichtet wird. Und dass seine Botschaft auf der ganzen Welt sich verbreiten wird. Und so sagt Gott, warum glauben sie nicht? So wie die Kinder Israels bestraft wurden, so wird es geschehen. Und wenn es doch geschieht, wer tut es, wenn nicht Gott? Das soll heißen, wer tut es, wenn nicht Gott? Wenn ihr überall hört, Allahu Akbar, wer tut das, wenn nicht Gott? Wo ist denn euer Glaube? Wo ist denn euer Glaube? Vor euren Augen geschieht es. Überall beten die Menschen den einen Gott an, verbeugen sich. Millionen Menschen in Mekka kommen zu diesem Ort, so wie es in der Bibel steht. Sie kommen zu dem wahren Zion, wo Jesus sagte, dass das Reich Gottes von den Juden weggenommen wird. Sie kommen zu dem wahren Zion in Mekka, umgeben es, wie es in der Bibel heißt, in Jesaja 60. Die Kinder Ismaels bringen dort ihre Tieropfer, beten zu Millionen. Ja, wer tut die Wunder? Wie der Prophet Salomo sagt, wer tut denn die Wunder, wenn nicht Gott? Aber sie wollen nicht glauben. Sie sehen um sich herum, so wie die Juden nicht glauben wollten, dass sie bestraft wurden wegen ihres Ungehorsams, warum eine Kriegsmacht gegen sie plötzlich siegreich war. Von wo kam das? Von Gott, weil sie abgekehrt sind. Und so müssen sie doch auch glauben, wenn diese Dinge geschehen. Und es steht oben, ganz eindeutig, merket doch darauf, wenn es kommt. Macht doch eure Augen auf, wenn das geschieht. Das ist jetzt eine Ankündigung. Es wird euch sogar angekündigt, damit ihr die Erfüllung, wenn sie kommt, dieser Ankündigung zuordnen könnt. Wer ist es denn, der die Wunder macht? Wer ist es denn, der sagt, in Arabien wird dies geschehen und dann geschieht es auch? Wer ist es denn, der seinen Willen vollbringt? Warum erkennt ihr Gott nicht und warum erkennt ihr den Gesandten nicht? Nämlich den Gesandten Gottes, der charakterisiert ist als unbedarft und nicht als jemand, der da kommt, schriftkundig. Und wir haben gerade gesehen, alle diese Prophezeiungen treffen nicht auf das Christentum, auf das Judentum zu, sondern nur und ausschließlich auf den Islam. Aber sie wollen nicht hören und sie wollen nicht annehmen und bleiben in ihrer Illusion von irgendeinem jüdischen Zion, wo Isa a.s. gesagt hat, ihr Juden, euch ist das Reich Gottes genommen. Und die Christen glauben immer noch an die Erlösung mit dem Kreuz, obwohl in Jesaja 28 steht, ihr Spötter. Ja, was glaubt ihr denn, dass ihr einen Vertrag mit der Hölle habt? Der einzige Weg ist die Gerechtigkeit, das heißt, das Gesetz Gottes zu tun. Wir haben gerade gelesen, was hier in Jesaja 42 steht. Die Kinder Israels wurden bestraft, weil sie das Gesetz Gottes nicht tun. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt? Dass man das Gesetz tun muss. Tun heißt es tun, es befolgen, gehorchen und kein Jota davon auflösen. Deswegen steht in Jesaja 65, dass Gott immer ein Volk vor seinem Angesicht hat. Lest doch. Fressen Schweinefleisch steht da wörtlich, das ist aus dem Bibelzitat, fressen Schweinefleisch und glauben sich heilig. Und sie glauben, dass alles aufgelöst ist, wo Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen aufzulösen. Wer auch nur ein kleines Jota von diesen Worten auflöst, ist der geringste im Himmelreich. Wer diese Gesetze nicht befolgt. Das heißt, man muss gehorchen diesen Gesetzen. Aber tun sie es? Nein, sie tun es nicht. Und Gott sagt ihnen in der Bibel, warum wurden die Kinder Israels denn eigentlich bestraft? Weil sie das Gesetz nicht tun. Und was machen sie? Sie kehren wieder dahin, bauen sich wieder eine Erlösungslüge, irgendeine Kreuzgeschichte und sagen, wir brauchen das Gesetz nicht befolgen.
der Sohn Gottes oder Gott selbst hing am Kreuz. Das heißt, sie stehen ohne Religion da. Man muss es ganz klar sagen, sie sind absolut ohne Religion. Ja, wo ist denn ihre Religion? In den Büchern, dann befolgt die Bücher, das tun sie nicht. Oder besteht ihre Religion darin, den Koran zu kritisieren? Ja? Der heilige Koran sagt, die Juden und die Christen sind genauso gerettet, wenn sie an einen Gott glauben, rechtschaffen handeln und an das jüngste Gericht glauben. Aber das tun die Christen nicht. Glauben sie an das jüngste Gericht? Nein, sie praktizieren das Gericht hier. Glaub an das Kreuz und du bist erlöst und predigen nur von irgendeiner Gott-ist-Liebe-Geschichte, die mit der Realität überhaupt nicht einhergeht. Denn wenn man sagt, Gott ist Liebe, dann braucht ein Atheist nur kommen und die Sahelzone zeigen und schon ist ein Christ schachmatt gesetzt, weil er ein falsches Gottesbild hat, weil es reduziert auf menschliche Vorstellungen, die nicht der Wahrheit und der Realität entsprechen. Wenn man wissen will, wer Gott ist, muss man den Heiligen Koran lesen. Und dann sieht man nämlich auch, dass das mit der Realität konform geht und nicht, dass da irgendwelche Märchen singsang, was nun wirklich nicht mit der Realität konform geht. Das heißt, sie haben keine Religion. Sie haben wirklich keine Religion. Sie haben eine Illusion. Nur wenige von ihnen glauben wenig. Das ist das, was der Heilige Koran als Urteil sagt. Und wenn wir die Augen öffnen, ist es genauso. Du liest in ihren Büchern, Gott wird einen köstlichen Eckstein errichten, ja, als Zeichen, ein Bewerten, ja, und die Gerechtigkeit zum Maßstab machen. Und Jesus sagt, der nach mir wird die Welt die Augen öffnen, wird sie überführen, wird sie bestrafen, dass ich in Gerechtigkeit gegangen bin. Jetzt frage ich euch, wenn ihr sagt, das ist die Erlösung, warum bestrafen, dass Jesus in Gerechtigkeit gegangen ist? Ja, das heißt, dass er eben nicht ungerecht gekreuzigt wurde. Und das ist für die Welt eine Strafe, die sich daraus eine Erlösung gebastelt hat. Man muss die Bibel lesen, man muss sie begreifen wollen, wenn man wirklich zur Wahrheit kommen will. Jetzt sagen immer viele zu mir, warum ich zur Bibel gehe. Ja, weil die den Koran ablehnen, dann steht aber im Heiligen Koran, dass wir Muslime, ja, ist ein Befehl, dann sagen wir ihnen, dann befolgt doch eure Bücher. Ihr fußt auf nichts, ehe ihr nicht Evangelium und Tora befolgt. Also gehen wir zu ihnen und sagen, lest doch eure Bücher und halten ihnen ihre Bücher vor. Das heißt, wir sagen nicht, okay, ihr befolgt den Heiligen Koran nicht verdammt in die Hölle, sondern wir sagen, okay, vielleicht habt ihr es nicht geschafft. Ja, vielleicht habt ihr es nicht geschafft, die Wahrheit zu erkennen, den Heiligen Koran zu erkennen. Dann sagen wir euch, lest eure Bücher, damit ihr den Koran erkennt und den Gesandten erkennt, damit ihr zur Wahrheit kommt und zum Islam kommt. Aber sie wollen das nicht. Sie wollen weiter ihren utopischen Vorstellungen nachgehen. Ohne Religion, ohne Hand und Fuß, einfach nur irgendwelchen Lügen folgend, die aus ihren Büchern nicht hervorgehen, die nicht einmal ansatzweise aus ihren Büchern hervorgehen. Jesus, der sagt, wehe euch, ihr löst eines der Gesetze auf und sie folgen Paulus, der gesagt hat, wer unter Gottes Gesetz steht, steht unter einem Fluch. Und im Buch Moses, wo den Juden gesagt wird, folgt niemals einen Propheten, der euch einen Gott predigt, den ihr nicht kennt. Wenn wir heute den Juden sagen, kennt ihr Allah subhanahu wa ta'ala? Dann werden die wahrscheinlich sagen, nee, unser Gott heißt Jahwe. Dann sagen wir, vergiss mal den Namen, denn darauf kommt es nicht an. Kennt ihr den Gott, der die Kinder Israels aus Ägypten herausgeführt hat? Dann werden die sagen, ja. Dann werden wir sagen, genau das ist Allah subhanahu wa ta'ala, den Gott, den ihr kennt und ihn ihr verleugnet. Und das ist euer Problem. Und was die Christen angeht, wenn an einem Juden gesagt wird, kennst du einen Gott, der am Kreuz hängt, der wird weglaufen. Das heißt, alles erfüllt sich. Alles. Es ist Wahrheit in diesen Büchern enthalten. Und die Lüge ist schnell zu entlarven, ja, indem ganz einfach die Ungerechtigkeit in diesen Büchern steht. Ja, eine Schwangere gehört, eine Frau, die man vergewaltigt, gehört gesteinigt, weil sie nicht laut genug geschrien hat. Ihr könnt hier auf YouTube gucken. Die Bibel ist ja so friedlich, ein Zweiteiler. Ja, gibt ihr ein, die Bibel ist ja so friedlich, ein Zweiteiler. Dann könnt ihr sehen, was das für eine Ungerechtigkeit ist, wenn Gott doch sagt, er wird die Gerechtigkeit zum Maßstab machen. Und dann vergleicht dazu die Gesetze im Heiligen Koran. Und dann wisst ihr, was ungerecht ist und was gerecht ist. Und Gott hat gesagt, er wird die Gerechtigkeit zum Maßstab machen. Also wisst ihr auch, dass der Koran, Alhamdulillah, die Wahrheit ist. Eindeutig aus euren Büchern rekrutierbar. Aber ihr wollt die Wahrheit nicht annehmen und wollt nur lästern und wollt nur zetern. Und dabei schadet ihr nicht uns, sondern nur euch selbst. Wassalamu alaikum wa rahmatullah an meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen ein tiefes Nachdenken.